Cotonoito. Oder so ähnlich. Asa palmatum cotonoito. Sehr interessanter Name. Neuer Bonsai, oder neuer Ahorn als Rohware von Scholle Gärtner geholt. Ahornchen Wunderland, das Video kann ich hier mal verlinken. Was habe ich vor in diesem Video? Ich habe natürlich hier wieder einen nicht wurzelreinen Asa palmatum, der aufgefropft ist und das auch noch wieder ziemlich schlecht. Den ich definitiv im oberen Bereich abmoosen werde. Und ja, der bietet hier jetzt nicht zum Beispiel diese Applikation eines Doppelstammes, was so viele von den anderen ja sofort geboten haben. Fangen wir hier erstmal mit dem Einzelstamm an, alle anderen Sachen ergeben sich dann ja. Und das wollte ich irgendwie so im Laufe dieses Videos hoffentlich erfolgreich darstellen und euch zeigen. Und damit herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei My Trees and Support. Ich bin's wieder, euer Patrick. Ich begrüße euch bei einem neuen Bonsai-Vlog in Sachen Abmoosen. Ja, ich möchte ja die sowieso abmoosen, um so Wurzel reinzuhaben. Und andererseits ist das eine schöne Dokumentation für euch oder viele Ahornbegeisterte, sage ich jetzt mal, welche Ahornsorten gehen wie einfach abzumoosen. Also mittlerweile sieht man ja so, dass sich da so Tendenzen auftun, was sehr schnell geht, was sehr langsam geht, was sich wo wie bewährt hat. Wie gesagt, es gibt eine eigene Playlist, Abmoosen grundsätzlich hier oben. Da sind zum größten Teil Ahörner bei, aber auch noch ein paar andere Laubbäume, die ihr da findet. Ja, der steht auch in so einem größeren Pflanzgefäß. Relativ stabil, relativ kleine Pflanze im Vergleich zu den ganzen anderen Sachen. Das tut der ganzen Sache ja keinen Abbruch. Das seht ihr jetzt von da wahrscheinlich schlecht, aber ich hole euch gleich ein bisschen, demnächst, wenn ich ihn abmoosen will. Das ist jetzt nur erstmal das Vorgespräch. Werde ich ihn hier im unteren Bereich, da sehr dünner Stamm, mit dem Pinnchen hoffentlich relativ einfach und relativ schnell abmoosen. Wenn dann der ein oder andere Ast irgendwie im Weg zu sein scheint, kann ich den dann immer noch spontan wegnehmen. Das sollte der ganzen Sache, wie gesagt, nicht im Wege stehen. Ich versuche natürlich auch hier im unteren Teil des Cotonoito noch diese Triebe hier dran zu lassen, die aus dem Originalteil kommen und nicht aus dem unteren Ansatz der Abpfropfung, um dann direkt noch hier eine Mutterpflanze zu haben, die man einfach wuchern lassen kann, wo man wild abmoosen kann. Währenddessen, wenn wir hier Bonsai rausgestalten, ich natürlich den nicht in Zukunft so lang treiben lassen will, dass ich diese einjährigen Schießer zum Beispiel mit den Pinnchen schnell abmoosen kann und. Das ist mal schön, wenn ich dafür die Mutterpflanze habe. Ja, und das ist damit dann quasi die Vorbereitung für mich auf einen vernünftigen Bonsai. Das erste sollte immer das Wurzelwerk sein. Steht bei mir ganz klar im Fokus. Jetzt ist der Ast natürlich so klein und dünn, dass das mit dem Rundum-Wurzelfuß bei denen meistens gar nicht so gut klappt, wie bei den etwas dickeren Stämmen, wo sich das etwas symmetrischer und vernünftiger anordnet. Allerdings ist es ja bei Stecklingen und Abmoosen grundsätzlich so, dass wir diese lange Pfahlwurzel nicht haben, wie zum Beispiel beim Sämling. Und das allein deshalb schon ein Vorteil ist. Dann werden wir ja wissen, wie gut er abzumoosen ist, können ihn dann in der Einzelpflanze wurzelrein definitiv die nächsten 1-2 Jahre nochmal weiter kultivieren, um etwas größeren Zustand zu bekommen. Und dann bei der nächsten Betrachtung des Nebaris, des Wurzelansatzes, kann man dann nochmal bewerten, moose ich ihn vielleicht nochmal ab, wenn der Stamm ein bisschen dicker ist, um wirklich diesen schönen rundumlaufenden Wurzelansatz zu kriegen. Oder bin ich schon mit dem zufrieden, was ich dann vorfinde. So verfahre ich da eigentlich immer. Ja, und ich würde jetzt einfach mal sagen, so in 1-2 Wochen hole ich ihn wieder runter. Dann kann man eigentlich schon eben diesen Rindenschnitt hier machen, der hier auch relativ einfach und schnell gehen sollte. Und ich hoffe, dass dieses Video erfolgreich aufzeigt, wie man ein Cotonoito abmoost. Ja, seid gespannt und ich würde sagen, bis gleich. Was ist das? Katzengras oder irgendwie so? Ja, ich sollte mich mal vorher, glaube ich, mehr erkundigen, was ich mir da für Ahörnchen kaufe. Das ist ein Asa palmatum cotonoito. Also könnte einer sein, oder was das vielleicht übersetzt heißen sollte. Wo ich das gesehen habe, war ich ein bisschen erschrocken und konnte mir dann irgendwie nichts darunter vorstellen, weil ihr seht, das ist so grasähnlich irgendwie. Zwischendurch ein paar mehr ausgeprägte Blätter. Jetzt habe ich natürlich mal gegoogelt und wenn man die als größere Bäume pflanzen sieht, dann
macht das doch schon was her. Also das geht dann doch schon wieder Richtung Ahorn irgendwo. Ja, in dem Zustand so halb gar nicht. Ja, und ich war echt ein bisschen erschrocken, als der ausgetrieben ist. Ja, was werde ich jetzt machen? Abmosen, Pinchenabmosung, weil Dose zu groß, wird mir zu viel Äste geklaut. Ich werde hier zwei Äste rausnehmen, damit ich das Pinchen hier auch gut anbringen kann. Schon überlegt, die eventuell dran zu lassen. Nee, ich werde die Äste abnehmen und genau da, wo diese Astgabel sozusagen war, werde ich den Schnitt ansetzen. Auch nochmal ganz kurz, weil ich glaube, ich sage es jetzt in jedem Video, aber ich habe es letztens ein paar Mal gelesen. Ich mache das mit der Schere. Ich setze die Schere so an und dann drehe ich den Baum und dann habe ich zwei Schnitte, die genau aufeinander auslaufen, unten auch. Und dann, ja, also waren ein paar Fragen in vergangenen Kommentaren. Mit der Schere mache ich quasi nur den Rinnenschnitt. Das geht ganz gut, habe ich jetzt mehrfach so gemacht. Wenn sich das anbietet, schön gerade, wenn man den Baum so dann drehen kann, dann geht der Schnitt genau auf dem anderen aus und dann muss man nicht so mit dem pinken Messer. So genau, da hat man ja manchmal, wenn man so ein bisschen Höhenversuch hat, trifft man nicht Schnitt auf Schnitt und so mit der Schere halt besser. Nur um das einmal kurz zu erklären. Ja, ich werde den Rinnenschnitt machen, also jetzt einmal eben die Äste ab, den Rinnenschnitt. Dann mache ich direkt ein bisschen Klonex drauf. Dann stelle ich den erstmal in eine Ecke. Hinter euch stehen noch ja, 20 Ahorner, die auch alle abgemoost werden müssen. Dann mache ich dann Stück für Stück immer Rinnenschnitt. Lass das mal antrocknen, ein bisschen mit dem Klonex auch so antrocknen. Dann so trocknet das vielleicht eine Stunde an, dass das ein bisschen mehr an der Wunde haftet sozusagen. Weil wenn ich dann das Waffgummi hier reinstecke, dann putze ich ja sozusagen das Klonex zum größten Teil wieder mit dem Swaffgum ab. Gerade wenn das noch so feucht ist. Und ich hoffe einfach, wenn das ein bisschen trocknen kann, dass man da so ein bisschen Vorteil rauszieht. Also, falls in den Videos sehen, das Set sich immer so ein bisschen ändert, nicht wundern. Auch die Frage hatte ich schon mal gelesen. Ich mache natürlich mehrere Sachen und mache dann einen Schritt bei allen Bäumen und dann wieder den nächsten bei allen und den nächsten bei allen und und. Ja, nur um das einmal aufgeklärt zu haben. Deshalb würde ich sagen, ich hole euch jetzt erstmal ein bisschen näher ran. Wir machen den Rinnenschnitt und dann würde ich sagen, sprechen wir wieder miteinander, wenn sich hier Wurzeln sehen. Also eventuell nie. Katzengras, oder? Wie habe ich es genannt? Doch, Katzengras. Ja, ist nicht so viel gewachsen, hat aber mega Wurzeln gemacht, also ging echt auch sehr gut abzumosen, würde ich jetzt mal sagen. Also schon mal von den Wurzeln her ein reiner Erfolg. Bei der Etablierung der Wurzeln würde ich auch definitiv sagen, dass ich mir keine Sorgen mache, dass der durchkommt. Der wird durchkommen. Also da sehe ich keinerlei Probleme drin. Habe ich am Anfang des Videos gesagt, dass ich mir darunter ja nichts vorstellen kann. Also sieht ja aus wie Katzengras. Aber jetzt habe ich das in der Zwischenzeit mal gegoogelt und hier heißt der Cotonito oder Cotonito oder Cotonoito. So. Müsst ihr mal googeln. Größere Bäume, also echt schon sehr cool. Das kann ich mir schon so vorstellen, auch so als Bonsai, weil viele Äste, in Anführungsstrichen, wenn man das jetzt mal so als Laub bezeichnet, viel Laub, aber dadurch trotzdem sehr transparent. Also man kann immer wieder auf die inneren Strukturen des Astes und des Gehölzes zurückgucken. Und ich glaube, wenn man das ein bisschen dicker und größer kriegt und so und sich das auch so ein bisschen etablieren lässt wie so andere Ahornsorten, Entschuldigung, Ahörnchen, dann könnte das vielleicht ganz interessant für Bonsai sein. Also versprechen wir da viel von. Wenn wir diese Blätter, die hier zwischendurch austreiben, auch ein bisschen kleiner kriegen im Vergleich zu diesem Gras, was hier zwischendurch austreibt, was ja auch Blätter sind, aber hier gibt es definitiv Unterschiede, hier gibt es zwei Sorten. Das sieht man auch, wenn man googelt, bei diesen älteren etablierten Bäumen haben die, also die weisen dieselben Strukturen auf. Die haben zum Teil so etablierte Blätter und zum Teil so diese Fäden darunter hängen wie so Katzengras. Ja, unser Kater ist tot, der wird auf jeden Fall nicht mehr dran naschen. Aber ich finde das auf jeden Fall ein sehr, also es ist mal was ganz, ganz anderes. Also
Ja, also da bin ich echt gespannt, euch nächstes Jahr mitzunehmen auf so eine Einjahresreise, Entwicklung eines Koto no Itos zum Bonsai. Das war ja jetzt der erste Schritt. Zumindest einmal abmoosen, bei ja aufgefropfter Baum, damit wir einen Wurzelrain haben, in der Hoffnung, dass wir jetzt auch ein schönes Nebari einmal so 360 Grad kriegen. Zumindest haben wir auch keine Pfahlwurzeln mehr etc. Also, und wenn er nicht 360 Grad die Wurzel etabliert hat, dann hat er zumindest Kallus an den Seiten und erfahrungsgemäß bildet sich aus dem Kallus im nächsten Frühjahr auch noch Wurzeln zu allen Seiten. Also da mache ich mir gar keine Gedanken. Der beste Weg, mit einem vernünftigen Nebari zu einem guten Bonsai zu starten und wenn das dann noch wächst, also bin echt mal gespannt, was daraus wird. So, jetzt köpfe ich den einmal eben, holt euch ein bisschen näher ran und dann reden wir am Ende nochmal und ich wünsche euch viel Spaß mit den Bildern. Katzengras, Katzengras, ja, das macht der Katze Spaß. Ja, und damit Glück auf am Ende sozusagen. Ja, oder ist das sogar Katzenheu und kein Katzengras mehr? Ja, der komische Koto no Ito. Ich habe ja hier die Laubmasse nicht reduziert, nachdem ich den jetzt von der Grundpflanze gelöst habe. Und man sieht auch hier, dass er ein, zwei Blätterchen vertrocknen lässt, aber ich wusste auch gar nicht, was ich hier abschneiden soll und was nicht, weil teilweise sind ja nur so komische Fäden hier. Und da kann ich überhaupt nicht einschätzen, wie sich das Verhältnis des Volumens der Laubmasse auf das Volumen der Wurzelmasse ausübt. Also ja, sehr, sehr kontroverser Baum, das mal sozusagen. Das kann er auch so jetzt weiter betreiben, alleine die ein bisschen abstoßen, die er meint nicht zu brauchen. Das hier ist ja sowieso die Wundertüte für mich. Ich hoffe einfach nur, dass der jetzt im nächsten Jahr sehr gut mal anwächst und hier auch ein bisschen mehr passiert, um sich ein noch besseres Bild davon zu machen, was das eventuell mal werden könnte. Wie gesagt, wenn man das googelt, dann sieht man so ein, zwei Bäume. Also müsst mal Koto no Ito bei Google irgendwo und dann Bildersuche und dann seht ihr ein paar größere Bäume, wo das sehr, sehr interessant ist mit diesem grasartigen Laub sozusagen. Weil wir haben ja immer ausgebildete Blätter und dann nicht ausgebildete Blätter, die eher so grasartig, also so ganz dünne Fäden nur haben und dann wieder ein richtiges Blatt. Sehr interessant, freue ich mich schon drauf, wo diese Reise weiterhin geht. Ich werde auch direkt jetzt hier nach ein Video anfangen und demnächst diese Jungpflanzenbetrachtung, die läuft dann immer auf so einen Zeitraum von 2 Jahren, weil in einem Jahr sieht man da, glaube ich, zu wenig und diese ganzen Jungpflanzen, die ich jetzt auch in der Vergangenheit so abgemoost habe, diese Videos, die werde ich euch erst nach 2 Jahren präsentieren. Weil das nicht so ist wie bei etwas etablierteren Bonsais, wo ich so eine Einjahres- oder 1,5-Jahres-Betrachtung immer mache, wo man da doch schon etwas sieht, denke ich, brauche ich hier 2 Jahre, um sinnvoll was in einem Video abbilden zu können, zumindest so in der Form. Ja, steht natürlich auch in meiner guten Akadama-Ahorn-Mischung, in der Hoffnung, dass Ihnen das gut gefallen wird, also mal ein bisschen saurer und schön luftig, währenddessen die Mutterpflanze ja hier auf ganz normalem, ich sage jetzt einfach mal Humus steht, was das für Erde genau ist, kann ich nicht betiteln. Und die Mutterpflanze haben wir auch noch. Die bleibt natürlich erstmal irgendwie so stehen. Mal gucken, was da so draus wächst. Ich habe mittlerweile 2 Bäckerkörbe nur damit voll mit sozusagen Mutterpflanzen oder den Resten. Und die lasse ich jetzt einfach erstmal random dahin wachsen. Das hier lohnt sich auch nicht irgendwie ins Freibeet zu setzen oder irgendwie sowas. Ja, mal gucken, was hier raus wird. Manchmal entwickeln die sich ja doch noch in eine Richtung, wo man die ja nachher sehr gut gebrauchen kann. Das habe ich jetzt beim Sangokako wieder gemerkt, wo ich erst nichts mit anfangen konnte und jetzt doch wieder das nächste Projekt an der Mutterpflanze sozusagen gestartet habe. Ja, und hier einfach mal gespannt sein, was daraus wird. Also kann ich echt jedem empfehlen, besorgt euch mal ein Koto no Ito. Das ist irgendwie mal
völlig anders und es ist trotzdem Ahorn und es ist trotzdem, wenn da stimmt, was hier draufsteht, Asa palmatum, also japanischer Fächerahorn in ja, sehr komischer, abstrakter Form, würde ich sagen. Ja, wenn ihr noch mehr Lust auf abstrakte Videos habt und Abmoos-Videos, dann würde ich sagen, schaltet nächste Woche Sonntag wieder ein, weil da kommt bestimmt noch ein Abmoos-Video. Wenn es wieder heißt, My Tweets in the Pot. Ich bedanke mich heute erstmal fürs Zuschauen und wünsche noch einen angenehmen Restsonntag. Bis dann. Ciao.